Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Herzlich willkommen. Es wird ein Food Haul und es wird ein gemischter Food Haul, weil heute ist Dienstag, ich drehe das Video quasi Dienstag, aber ich fange an. Und ich war beim Penny und habe ein paar Sachen gekauft und die möchte ich euch einfach irgendwie gerne zeigen. Aber es kann sein, dass ich diese Woche nochmal losgehe. Es ist jetzt nicht irgendwie für die ganze Woche was dabei, es war so ein bisschen aus einem bestimmten Grund, warum ich dahin wollte, ausgerechnet heute. Und ja, ich zeige euch das und im Anschluss seht ihr dann den Rest vom Wochenfood Haul sozusagen. Viel Spaß mit diesem Video. Also wie gesagt, wir starten mit dem Penny-Einkauf. Und kurze Erklärung, ich habe hier wieder meine wilde Klamotte an, das ist wieder mein sexy Still-BH. Den trage ich einfach immer noch gerne, weil der super bequem ist, da fällt nichts raus, da ist alles gesaved, da ist alles schicki. Und ich habe vorhin Gartenarbeit gemacht, 2 Stunden. Und da bin ich immer, wenn ich auch gerade so kopfüber bin, bin ich immer total froh, wenn ich mir keine Gedanken machen muss, ob da irgendwas durch den Tüdel ist. Und ja, deswegen bin ich auch noch irgendwie so rot und bin, ach, meine Fingernägel, die seht ihr Gott sei Dank nicht so doll. Nein, aber die sind super dreckig und ich frage mich auch gerade, ob hier irgendwas mit meiner Kamera nicht richtig ist. Aber ich glaube ja, naja, ist auch egal. Die sind auf jeden Fall super dreckig noch. Ich habe die schon gewaschen, aber noch nicht mit der Bürste und irgendwie... Egal. Es gibt jetzt ein Penny Haul. Ich fange einfach mal an, bevor das hier merkwürdige Ausmaße annimmt. Ich habe eine Tüte Pommes gekauft. Zur Erklärung, heute Abend soll es Pommes und Burger geben. Viele Bestandteile dieses Einkaufs sind darauf ausgerichtet. Das wird ein sehr ungesunder Einkauf. Also alle, die keinen Bock auf ungesunden Einkauf haben, ciao. Alle, die einfach hier sind, weil sie es lustig finden, weil sie was Neues sehen wollen, weil sie sehen wollen, was im Angebot ist bei Penny, freue ich mich drüber. Also, es gibt einen Sack Pommes. So, den packe ich mal hier an der Seite. Deswegen auch das Hintergrundgeräusch übrigens. Ich habe den Backofen nämlich schon mal an, damit das hier auch bald losgehen kann. Dann habe ich für die Burger diese Burger Buns gekauft. Ich hatte allerdings, muss ich dazu sagen, noch welche vom Aldi, die ich neulich gekauft habe, im Regal. Und die werde ich dann jetzt erstmal ins Regal legen und werde die vom Aldi erstmal aufbrauchen. Beziehungsweise ist es ja mittlerweile so, dass Matteo auch total gern Burger isst. Entweder esse ich dann... Normalerweise, wenn es Pommes dazu gibt, essen Mirko und ich jeweils nur einen Burger. Wenn es keine Pommes gibt, essen wir auch gerne einen zweiten. Ja, wenn's, also ich würde behaupten, ich esse dann einfach nur einen und Matteo darf dann auch einen halben haben oder so. Genau, die packe ich jetzt erstmal wieder weg. Wir holen eigentlich immer die großen Brötchen und nicht diese kleinen, weil wir das mit dem Sesam toll finden, weil wir dieses, ja, einfach das große Brötchen besser finden. Und wir kaufen in der Regel auch die großen Patties. Es gab aber nur... so einen Sack mit 10 kleinen Patties für fast 12 Euro. Wahnsinn, was das kostet. Echt, also richtig ekelhaft. Und da wir aber eigentlich nur 4 brauchten, habe ich mich jetzt wieder für diese von Butchers entschieden. Das sind die Burger Buns übrigens auch. Und zwar Beef Burger Patties, 2 Stück. Und dann, also die sind für Mirko. Und dann die Pepper Burger Patties. Die sind für mich, da freue ich mich schon drauf. Die hatten wir nämlich schon mal und die waren ganz lecker und... Ja, die sind jetzt auch nicht so super riesig, also von der Größe kann man die auch fast mit einem kleinen vergleichen, aber die sind halt dann irgendwie noch ein bisschen frischer und noch ein bisschen schöner und gewürzter und ja. Deswegen haben wir die und da kostet eine Packung, glaube ich, 2,80, meine ich. Genau. Jeder, der Mathe kann, wird das jetzt hochrechnen, denke ich. Aber wenn wir nicht 10 brauchen, brauchen wir auch nicht 10 kaufen. Ne? Und ja. Genau, da kommt gerade der kleine Mann angesteppt. Na, mein Schatz? Ja. Was ist da? Papa, da noch was drin? Oder möchtest du einen Apfel haben? Ja? Sollen wir mir den Apfel mitgeben? Hier, den kannst du haben. Aber das macht nochmal ab. Oh, warte mal, der sieht ein bisschen traurig aus, der Apfel. Du kriegst einen anderen. Warte. Ich muss dein Teil hier abmachen. Bitteschön. So. Tschüss. Süße Sanne. Süß. Naja, der andere Apfel hat hier irgendwie, sieht schon da so ein bisschen mitgenommen aus. Den kann ich noch schneiden für uns beide für morgen. Ich mache ja immer unser Frühstück abends schon fertig. Da schneide ich die doofen Stellen weg, das ist alles gut. Aber wenn er den so in der Hand hat, muss er ja nicht da den Ekel abbeißen. Genau, also in Sachen Burger habe ich noch mitgenommen einmal einen Salatkopf und eine Gurke. Wir haben noch Gurke da, aber ich wusste nicht, wie schön die noch ist. Und ich mache meine Tür zu. Ich wollte gerne einfach sicherheitshalber eine frische Gurke da haben. Genau, das ist das.
Dann habe ich einmal mitgenommen Hähnchen Leona, keine Ahnung, für mich ist es immer Mortadella. Die waren nämlich verhältnismäßig günstig. Deswegen, und ich hatte keine Lust zu gucken, weil Matteo super nervige Laune hatte beim Benny. Und deswegen musste das irgendwie alles ein bisschen schnell gehen. Dann habe ich Putensteaks Kräuter mitgenommen, so eine Packung, 550 Gramm. Und die sind nur noch ein paar Tage gut und deswegen sind die 30% billiger gewesen. Das fand ich sehr gut. Ich habe gar keine Ahnung, wie viel die vorher gekostet haben, ehrlich gesagt. Aber 30% ist immer fein. Und die würde ich einfach einfrieren. Oder vielleicht würde ich von Anfang an sagen, okay, die gibt es morgen. Und dann kann man sich dazu irgendwie Reis oder irgendwie was Schönes einfallen lassen. Und das finde ich immer ganz cool, wenn das schon vorgewürzt ist, ist nochmal was anderes als sonst, ne? So normales Hähnchenfleisch oder so haben wir ja oft hier und würzen das dann einfach. Aber wenn das schon mal vorgewürzt ist, ist nochmal ein anderer Geschmack. Benutze ich auch nicht zwingend zum Grillen, sondern eigentlich auch in der Pfanne und so. Also, ja. Ich habe hier in Sachen Brot noch was liegen von dem Bäcker. Das hatte ich euch ja mal gesagt, dass Mirko immer so ein spezielles Brot hat. Das ist hier sein spezielles Brot. Das passt an dieser Stelle jetzt gerade ganz gut. Dann habe ich hier einmal eine Packung Puddinge. Diese Minimax Elite, das ist quasi das, was es ja auch in Fruit Safari oder so beim Lidl und Co. gibt. Also das sind die, die wir immer kaufen für Matteo. Der Grund Nummer 1, warum ich zum Penny gefahren bin, war, dass dort Milka-Schokolade im Angebot ist. Die kleinen Tafeln. Und ich wollte unbedingt Kuhflecken-Schokolade kaufen, aber Kuhflecken-Schokolade gab es nicht. Super ätzend. Mich hätte ich aufgeregt. Ich habe jetzt dreimal Milka-Lu mitgenommen. Liebe ich ja wie Sau. Eine weiße Schokolade, die ist für Mirko. Oreo und White, da habe ich mich kürzlich erst mit irgendjemandem drüber unterhalten, wie toll das schmeckt. Und dann, also das normale Oreo, und dann habe ich gesagt, ja, aber das gibt es ja auch in Weiß. Und das wollte mir die Person gar nicht glauben. Also, ja, das ist sehr, sehr lecker, aber immer aus dem Kühlschrank nur. Und eine ganz normale Tafel. Genau, 79 Cent kosten die, glaube ich. Geht auch noch günstiger, aber im Gegensatz zu 1,09 Euro oder 19 oder 1,29 ist das schon mal sehr gut. Genau. Dann war auch im Angebot für 79 Cent diverse Knorr-Produkte. Ich habe jetzt einmal Käse-Sahne-Soße mitgenommen, Nudeln und einmal Brokkoli-Käsesoße. Das ist mal ganz nice, wenn man das da hat, wenn ich Homeoffice habe oder so und dann mir einfach einen kleinen Snack machen kann oder auch um es mit zur Arbeit zu nehmen. Dann ist das irgendwie ganz praktisch. Dann gibt es einmal Pampers, also Windeln, Babytime. Das ist von Penny, so eine Eigenmarke. Meine Mama hat jetzt in Größe 6 mitgenommen. Ich bin mir nicht so sicher, ob das vielleicht ein bisschen groß ist. Da steht 16 bis 30 Kilo. Eigentlich hat er noch nicht so viel. Wir gucken mal. Und 16 bis 30 ist halt auch so eine geile Spanne irgendwie. Aber ja, wir schauen einfach mal, ob da irgendein Problem dann ist, ob das dann ausläuft oder so. Dann war noch Cineminis im Angebot. Da habe ich zwei Packungen von mitgenommen. 2,49 Euro. Also ein gutes Angebot, weil sonst kostet die teilweise 4 Euro. Ja, ich habe aber nur zwei. Ich wollte es nicht komplett übertreiben. Vielleicht gehe ich halt die Tage nochmal hin und kaufe noch mehr Vorrat, weil... Wie lange ist das gut? Bis 24. Und meine Gang, die schaffen das an einem Wochenende, so eine Packung aufzuessen. Gar kein Problem. Und ich mag sie auch, muss ich sagen. Ich esse sie relativ selten, aber oh, sie sind so lecker. Also alle mögen sie eigentlich. Matteo auch. So, Lipton Ice Tea Zero Zitrone habe ich eine Flasche mitgenommen, war nicht mehr im Angebot. Aber ich wollte unbedingt eine Flasche haben. Und jetzt kommen wir zu den Sachen, die ich gewonnen habe in der App. Ich habe mich total gefreut, wie so ein kleines Kind. Zum einen habe ich in der App einmal so einen Sechserträger Cola 0,33 gewonnen. Fand ich total cool. Also ich trinke die ja nicht, Mirko trinkt die ja, aber ja, fand ich irgendwie gut, die umsonst zu kriegen. Und, die werde ich mir gleich in den Kühlschrank stellen, eine Dose Fanta Exotic habe ich gewonnen. Richtig gut, ich mache da jetzt mit. Also ladet euch die Penny-App runter, ist keine hier Kooperation, bezahlte Werbung oder sonst irgendwas. Einfach nur ein Tipp für euch, ladet euch die Penny-App runter. Im Moment bis irgendwann, keine Ahnung. Gibt es da jeden Tag, dass man an so einem Rad dreimal drehen kann und dann kann man halt was gewinnen. Irgendwie sowas oder ein Energy Drink, Powerade und ich glaube von Heinz Ketchup oder irgend so eine Burgersoße oder so. Ja, ist ja ganz cool. Also wie gesagt, so ein 6er Träger Cola, das ist glaube ich so der größte Gewinn, würde ich sagen. Aber haben es besser als brauchen, ne? Von daher, ja. Ich werde jetzt die Pommes im Backofen schmeißen, denn der Backofen ist ready. Dann muss ich meinen Spüler ausräumen und muss meinen Spüler wieder einräumen. Muss das Frühstück vorbereiten, muss die Burger hier soweit vorbereiten und ja, ich würde sagen, ich packe hier einfach den Rest vom Food Hall dahinter, was ich die Woche so noch einkaufe, das kommt hier gleich und habt einen geschmeidigen Übergang. So, da bin ich wieder. Es ist ein neuer Tag, neues Outfit, gleicher Laden, in dem ich einkaufen war, größtenteils. Ich war nämlich wieder bei Penny.
Ich habe aber am Ende jetzt auch noch ein paar Teile aus dem Edeka für euch. Und es ist super warm. Ich habe gedacht, trägst du mal offene Haare und ein bisschen, also dass auch mal die Arme ein bisschen bekleidet sind. Es ist einfach nur warm. Oh, ich ziehe mir gleich ein Bikini an, glaube ich. Es geht los mit den gefrorenen Sachen. Ich mache jetzt hier nicht groß langes Gelaber, weil hatten wir ja am Anfang schon. Ich habe gekauft von Landmark einmal die Hähnchen-Mini-Schnitzel. Im Hintergrund sind übrigens alle aus meiner Familie. Lautstark, wundert euch nicht. Genau, Hähnchen-Mini-Schnitzel, die sind für Mirko hauptsächlich. Dann habe ich einmal Waffelhörnchen gekauft, so eine XXL-Packung. 8 Stück sind da drin, mit Vanille-Geschmack. Also ich dachte immer, das wäre Schokolade und dann gibt es noch Erdbeere, weil da ist halt Schokolade mit bei. Aber das ist scheinbar Geschmacksrichtung Vanille, okay. Dann habe ich 2-mal Fischstäbchen mitgenommen. Es ist jetzt Freitag, ich weiß nicht, deswegen kommt das Video heute auch ein bisschen später online. Ich weiß nicht genau, ob wir heute Fischstäbchen essen oder Gemüsesuppe oder ob wir spontan doch noch grillen. Mal gucken, ich habe mehrere Ideen. 2-mal auf jeden Fall. Dann einmal Rosenkohl gefroren für die Suppe. Wir lieben das, wenn Rosenkohl mit in unserer Gemüsesuppe ist. Finden einige Leute ja total eklig, aber Mausi und ich, wir lieben das richtig doll. Genau, das war das. Und dann zeige ich euch nochmal irgendwas anderes, weil dann würde ich das gerne mal eben schnell einfrieren. Und zwar habe ich wieder, wie auch Anfang der Woche schon, diese Burger Patties gekauft. Nein, ist ein bisschen verrutscht. Und zwar einmal Beef Burger Patties und einmal Pepper Burger Patties. Diesmal haben wir, glaube ich, 2,50 gekostet. Ich glaube, die waren reduziert. Und beim letzten Mal 2,80 oder so. Und die werde ich auch einfrieren. Die waren sehr lecker wieder. Wir haben die Tage ja jetzt schon in der Zwischenzeit Burger gemacht. Und ja, wenn sowas reduziert ist, kaufe ich das sehr gerne. Dann friere ich das ein und dann kann man das rausnehmen, wenn man das essen möchte. Ich friere es kurz weg. So, dann kommen wir mal zu dem Rest. Bei Penny gab es im Angebot, ich meine ab gestern erst, Brot. Dieses hier, Vital und Fit Brot von Harry für 1,11 € statt 1,80 € oder 90 €. Das ist ganz lecker eigentlich, das kann man gut machen. Und wir haben ja das Toastbrot, aber das ist auch ganz lecker, wenn man mal wieder so ein Brot hat. Und wir werden jetzt am Wochenende für Mirko wieder sein Brotleib kaufen oder seinen halben. Und ja, der kriegt halt das dann immer mit zur Arbeit. Dann habe ich wieder einen Sack Äpfel gekauft. Jonah Price hatten wir beim letzten oder vom letzten Mal auch. Die waren eigentlich ganz okay. Nicht super lecker, muss ich sagen, aber okay. 2,99 € kostet der große Beutel, das ist auch noch in Ordnung. Aber mal schauen, vielleicht werden wir dieses Wochenende ja mal einen Ausflug machen und mal irgendwo einen kleinen anderen Apfel kaufen. Mal schauen, aber jetzt haben wir eigentlich erstmal wieder welche. Ich habe 2-mal Paprika mitgenommen. Rote, die waren auch beim Penny im Angebot, aber ich weiß nicht genau für wie viel. Da habe ich was mit vor, noch mit 2, 3 anderen Zutaten. Werde ich euch dann im Nachgang sagen, wenn ich alle Zutaten vorgestellt habe. Dann habe ich einen Sack Zwiebeln gekauft. Da ist schon die Hälfte irgendwie rausgefallen. War irgendwie schon offen. Ja, weil ich einfach nur noch 2, 3 Zwiebeln habe. Und einen Sack Kartoffeln habe ich mitgenommen. Und einen Sack lag da, der war irgendwie ein bisschen nass. Und dann habe ich den wieder weggepackt. Ich glaube, das lag aber daran, weil die da sauber gemacht haben. Und vielleicht ist da irgendwie, oder was weiß ich, vielleicht haben die irgendwas bestäubt, also mit Wasser irgendwie angesprüht, dass irgendwas frischer aussieht, oder ich kann es euch nicht sagen. Es waren auf jeden Fall alle Kartoffeln in Ordnung, aber ich mochte die irgendwie trotzdem nicht mitnehmen. Irgendwie sicherheitshalber lieber die trockenen Kartoffeln mitgenommen. Genau, das war die Abteilung Obst und Gemüse. Erstmal. Ich habe auch nur einen Teil beim Edeka, aber das kommt dann. Dann habe ich 2-mal Kirscheier mitgenommen. Die Kinder sind ja dieses Wochenende wieder da. Einen hatte ich noch im Kühlschrank und deswegen habe ich jetzt noch 2 mitgenommen. Dann, ja, entweder teile ich mir mit Mirko einen, vielleicht möchte er auch keinen. Vielleicht kriegen auch Mirko und die Kinder das oder die Kinder und ich oder wie auch immer. Wir mögen alle sehr gerne Kirscheier. Dann habe ich 1-mal Schmand mitgenommen. Habe ich seit 100 Jahren ungefähr nicht mehr gekauft, gefühlt. Aber ich habe ein leckeres Essen geplant mit Schmand und ein bisschen Sahne. Die habe ich auch gekauft, hier. Also diese Tetratüte. Schmand und Sahne. Und ich habe ja neulich, war das jetzt auch diese Woche? Ich glaube ja. So ein Hähnchenfleisch gekauft, so ein Grillhähnchenfleisch. Und ich habe überlegt, wenn ich das rausnehme, auftauen lasse, in kleine Streifen schneide und dann in eine Auflaufform und dann irgendwie Schmand und Sahne
und dazu dann irgendwie Nudeln und das Ganze überbacke. Ich habe mir das in meinem Kopf ganz lecker vorgestellt. Deswegen habe ich zum Überbacken auch noch Reibekäse mitgenommen. Mal schauen. Also wie gesagt, in meiner Fantasie war das ganz lecker. Vielleicht auch nicht mit Nudeln, vielleicht auch mit Reis. Könnte auch lecker sein. Mal gucken. Dann war Almigurt von Ermann im Angebot. Ich meine 39 Cent oder sowas. Ich weiß aber nicht, ob das nur mit der App geht. Keine Ahnung. Habe ich auf jeden Fall 3 Stück mitgenommen für Mirko. Manchmal kriegt er ja auch mal einen Markenpudding oder einen Markenjoghurt. Dann habe ich nochmal diese Joghurts mitgenommen, weil die, unter anderem, weil die im Angebot waren diese Woche für 1,79 statt 2 Euro irgendwas. Aber auch, weil Matteo teilweise morgens gerne 2 davon isst. Und es sind 12 Stück drin. Dann reichen die nur 6 Tage, wenn er dann nochmal irgendwas rein will. Also, ja. Da Noel ja auch dieses Wochenende da ist, habe ich gedacht, nehme ich sicherheitshalber noch einen mit. Dann hat auch der was zum Snacken, wenn er will. Und ja, diese kleinen Dinger gehen einfach irgendwie immer. Das war es puddingtechnisch. Ich hätte gerne noch irgendwas mitgenommen, aber da gab es nichts, was mich irgendwie angesprochen hat. Und ja. In Sachen Wurst habe ich mitgenommen einmal Leberwurst fein, hier diesen Pott. Das letzte Mal, als Mausi hier war, hat sie auch Leberwurst gegessen morgens. Und dann dachte ich, kann man das zumindest als Angebot mal da haben. Dann habe ich einmal Geflügelfleischwurst mitgenommen, die ist schon Ewigkeit nicht mehr. Und eigentlich kaufe ich auch nicht die billige. Da kaufe ich echt eigentlich immer die gute. Aber die 2,50 Euro gekostet für beide Wurstteile sozusagen, bei der Kringel. Und sonst kostet die halt viel mehr, die teure auch. Und also nur für die Hälfte an Wurst. Und dann habe ich gedacht, ich nehme das einfach mal mit. Vielleicht möchte ich damit irgendwas Leckeres in der Suppe machen. Oder auf Brot oder für den Kleinen so zum Snacken nebenbei. Mal schauen. Genau, einmal Lachsschinken durfte mit für Mirko, einmal Edelsalami für mich oder also für uns alle. Nur Lachsschinken ist halt nur er in der Regel. Und dann habe ich einmal Sucuk mitgenommen. Und dann zeige ich euch an dieser Stelle auch ganz kurz nochmal die andere Zutat. Und zwar habe ich noch Feta mitgenommen. Neulich war Mirkos Kumpel da zum Grillen und der hat einen ganz leckeren Salat mitgebracht. Mit Feta, mit Sucuk, mit roter Paprika und mit diesen Kritiki-Nudeln, keine Ahnung. Diese Reisnudeln, diese griechischen. Und der war so lecker, der Salat. Und ich habe mir vorgenommen, den nachzumachen. Und deswegen, ja, unter anderem auch den Sucuk-Wurst. Ich liebe Sucuk, kann ich mich reinlegen. Kann ich pur, kann ich von so einer dicken Wurst abbeißen und bin einfach nur glücklich. Also, ja, so sieht's aus bei mir. Butter habe ich 2 Pakete mitgenommen. Wir brauchen eigentlich nur eine. Ich habe auch eigentlich gerade nicht vor, irgendwie was zu backen oder so. Aber sicherheitshalber, wer weiß, wie sich das hier alles entwickelt, ob da doch irgendwie was gebacken wird oder gemacht wird oder so. Deswegen habe ich eine mehr mitgenommen. Die sind auch eine Weile haltbar, ne? 24.07. Bis dahin backe ich auf jeden Fall. Dann durfte 2 Ideekaffee mit. 4 Euro irgendwas kostete der statt 7 Euro irgendwas. Das ist ja Mirkos Lieblingskaffee und da sein Geburtstag bald ansteht, brauchen wir dann auch Kaffeevorrat, das ist ganz gut. Dann habe ich Milch mitgenommen, die 1,5er, davon habe ich 5 Pakete oder 6? 6 Pakete mitgenommen. Dann einen Arizona-Eistee, Pfirsichgeschmack, lecker, lecker. Der war auch mal Angebot für, weiß ich nicht, 1,39 Euro, glaube ich. Aber ich habe nur einen mitgenommen. Ich will nochmal wieder meinen geliebten Lipton-Eistee im Angebot kaufen und will nochmal bei Jawohl gucken, ob es den da vielleicht nochmal gibt. Für einen Schnapperkurs. Dann habe ich Mini-Chinois mitgenommen. Diese leckeren Schnecken, die habe ich aber mit Creme. Ich hasse das mit Schoko. Ich liebe mit Creme. Und war kurz in Sorge, weil das hier so in Braun drauf stand. Da dachte ich, da steht Schoko. Nee. Und dann gab es Duplo im Angebot. 2,59 kostet hier diese, wie viel sind das? 10 plus 1. 2,59 kostet die normal. Und wenn man 3 Packungen nimmt, 1,80 Euro, glaube ich. Und deswegen habe ich 3 Packungen. Einmal weiß und 2-mal braun. Und, ja. Genau. Und dann zeige ich euch noch kurz, was ich beim Edeka eingekauft habe. Da war im Angebot für 79 Cent von Tomi die Hollandaise. Davon habe ich eine mitgenommen, weil kann man immer zu Hause haben, finde ich. Wie spät haben wir es denn? Ich höre nur die Glocke. 4 Uhr, okay. Also, eigentlich hätte ich auch nur aufpassen müssen, wie oft sie läutet. Immer den Drang, wenn ich die Glocke höre und mich frage, wie spät es ist, immer auf die Uhr zu gucken, statt zu lauschen. Total dumm. Himbeerkonfitüre habe ich einmal mitgenommen, weil ich das total gerne mag mit Himbeere und weil sie alle ist und meine Mama noch keine Erdbeermarmelade gekocht hat für den Kleinen. Sie hat immer so ganz kleine Gläser, hat sie 3 Stück, die sie dann immer für Matteo kocht. Das ist immer ganz süß, weil man dann halt immer nur so ein kleines Glas gerade in Benutzung hat und angefangen. Aber ich liebe halt Himbeermarmelade und ja, deswegen kaufe ich mir da mal ein Glas.
Dann haben wir hier noch eine Meloni. 2,99 das Stück, weil das so eine Mini-Melone ist, aber im Vergleich zu denen, die 1,99 pro Kilo gekostet haben, finde ich, ist die gar nicht so klein. Also, naja, hier gibt es auf jeden Fall lecker dieses Wochenende. Vielleicht mache ich die heute schon fertig. Dann für 2,49 war im Angebot alles möglich von Dr. Oetker, also so Muffins und Kuchen und so. Und da habe ich jetzt mal diese Marmor-Brownies mitgenommen. Wie gesagt, Mirko hat nächsten Monat Geburtstag und ich bin mittlerweile dazu umgestiegen, dass ich auch einige Sachen einfach mit so Fertigdingern mache. Einige Sachen mache ich auch selbst. Also ich wollte eigentlich sowieso auch einen Marmorkuchen machen, habe aber überlegt, ob ich daraus einfach einen Schokokuchen mache, einfach statt ein bisschen Backkakao auch ein bisschen Nutella und Co. rein und dann wird das schon eine sehr schokoladige Sache. Und wollte diese aber sowieso mal ausprobieren. Jetzt waren die im Angebot und dann habe ich gedacht, dann kann ich das ja auch mal machen. Sehen auf jeden Fall sehr, sehr saftig und lecker aus. Werden wir sehen. So, und dann als allerletztes waren noch von Knorr die Dinger im Angebot. Hatte ich euch ja die Tage auch schon gezeigt. Und beim Edeka gab es eine... Stimmt, beim Edeka waren die auch im Angebot, ne? Beim Edeka und beim Penny. Lustig. Und es gab eine bessere Auswahl. Ich habe einmal Pasta in Rahmsoße mitgenommen. Einmal Bolognese. Und zweimal Gulasch. Gulasch ist einfach das Allerbeste. Von Knorr, nicht von Maggi bitte, von Knorr. Und ich liebe, liebe, liebe es. Ich kann mich richtig reinsetzen. Es ist natürlich was anderes, als wenn man leckeres Gulasch selber macht. Ne? Bei Mutti schmeckt sowieso am besten. Aber so ein Pott ist echt lecker. Ich mag das so gerne. Es schmeckt schon sehr, sehr stark nach Geschmacksverstärkern. Das muss man schon leider sagen. Aber ich mag diesen Geschmack bei Gulasch. So, das war jetzt genug. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Freue mich wie immer über ein Däumchen, über 2, 3, 5 Däumchen. Und wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Das war der Kühlschrank. Und ja, bis dann.